Langweilige Gurke war gestern. Mini-Gurken von der Oberseite quer einschneiden, dann einmal wenden und alles noch einmal schräg auf der anderen Seite schneiden. Wie so eine kleine Gurkenziehharmonika. Jetzt können wir die Gurken würzen mit Sojasauce, Sesamöl, Reisessig, etwas scharfe Chilipaste, Zucker, Knoblauchpulver und leicht angerösteten Sesamkörner. Mit noch etwas Chilipulver abschmecken, ordentlich verrühren und fertig ist unser koreanischer Gurkensalat, denn